Und tatsächlich hatte diese Deutschwerdung sehr erfreuliche Effekte auch auf mein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja? Ich meine, ich war bis dato quasi nur Bayer, da hat man mit Restdeutschland relativ wenig zu tun. Und bloß, ich habe dann schon gemerkt, Mensch, das Unterscheidungsvermögen, das ist ein bisschen einseitig. Also man hat dann schon gemerkt, ich blende so eher unerfreuliche Dinge in Deutschland gleich einmal aus. Zum Beispiel, dass es ja auch seit vielen Jahren tatsächlich auch Menschenrechtsprobleme in Deutschland angeht. Geben soll. Da hatte mich damals kurz nach meiner Deutschwerdung eben dann auch ein türkischer Landsmann, ein sehr guter Freund meines Vaters, darauf aufmerksam gemacht, weil er dann zu mir gesagt hat, kennst du Amnesty? Amnesty International? Ja, Amnesty jetzt hat gesagt, in Deutschland gibt es zu viel Rassismus gegen Fremde. Ja, was Deutschland soll jetzt machen? Mehr Rassismus gegen Deutsche? Ja, Amnesty nur überall geht hin und sagt, ja, bei euch alle Scheiße, kannst du vergessen. Ja, und dann sagen sie auch, ja, bei euch sowieso auch noch gibt Problem mit Menschenrechten. Amnesty geht in jedes Land und sagt, ja, Problem mit Menschenrechten. Ja, und dann, wenn ein Land hat keine Probleme mit Menschenrechten, dann Amnesty trotzdem sagt, ja, aber passt auch nicht. Und dann dieses Land sagt, ja gut, wenn wir haben keine Probleme mit Menschenrechten, dann wir können machen Probleme mit Menschenrechten. Oder ein Land, wo hat Probleme mit Menschenrechten und Amnesty schimpft, dann dieses Land sagt, gut, dann wir machen ohne Menschenrechte. Ja, aber dann Amnesty auch nicht zufrieden. Ja, dann Amnesty auch wieder kommt. Ja, Problem gibt immer, weil alle Probleme wir nur haben wegen dieser Globalisierung. Ja, Amnesty nur sagt, alle Probleme auf ganze Welt wir haben wegen dieser Globalisierung. Und darum jetzt Amnesty sagt, am besten machst du Globalisierung nur noch im Inland. Ja. Ja, und selbst wenn du heute hast ein Land ohne Probleme mit Menschenrechten, ja, dann Amnesty kommt trotzdem. Und dann Amnesty sagt, ja, bei euch schon alles in Ordnung, aber ihr habt Probleme mit Meinungsfreiheit. Ja, aber vielleicht jemand will gar nicht haben Meinung. Oder jemand hat keine Zeit für Meinung. Oder kein Geld für Meinung. Ich sowieso immer habe gesagt, für meiste Menschen am besten ist, wenn sie haben gar keine Meinung. Ja, musst du nur anschauen, mein Sohn, kannst du gar nicht glauben, was er alles schon hat gemeint. Vor zwei Wochen, mein Sohn kommt und dann er hat gemeint, ja, jetzt er hat viel Stress und jetzt er auch noch hat Tinnitus. Da habe ich gesagt, du Depp, wenn du so hast Stress, warum dann auch noch machst du Tinnitus? Da habe ich gesagt, kannst du nie warten mit Tinnitus, bis Stress ist weg. Da habe ich gefragt, warum überhaupt hast du Stress? Ja, und dann er hat gemeint, ja, er hat Stress wegen Börse. Da habe ich gesagt, was, Börse, hast du verloren Geldbeutel? Und dann er hat gemeint, nein, weil er hat spekuliert. Da habe ich gesagt, mit diesem Kopf, du hast spekuliert und dann du wunderst, du kriegst Tinnitus. Ja, und dann er hat gemeint, nein, weil er hat spekuliert am Börse mit Aktienfonds. Habe ich gesagt, was? Aktienfonds was? Ja, habe ich gesagt, warum überhaupt machst du was mit Aktien? Musst du machen wie ich. Ich jeden Tag gehe zur Sparkasse, lasse mir zeigen mein Geld, denn ich weiß, alles da. Ich gebe Geld wieder zurück, gehe heim und kriege keine Tinnitus. Ja, und dann er sagt, ja, weil er hat gemeint, er muss jetzt so machen, weil er hat gelesen, ein Buch heißt, wie kann man werden Millionär? Und da steht drin, wenn du willst werden reich, musst du kaufen Aktienfonds. Da habe ich gefragt, wer schreibt so ein Buch? Und dann er hat gesagt, ein Herr Maschmeyer. Da habe ich gesagt, ja, was macht dieser Herr Maschmeyer? Und dann mein Sohn hat gemeint, wahrscheinlich er verkauft Aktienfonds. Habe ich gesagt, wie alt jetzt du bist?
Er sagt, 34. Habe ich gesagt, wie dann, du kannst sein seit 35 Jahren Volldepp? Habe ich gesagt, mit so einem Kopf, ganze Körper muss kriegen, Tinnitus. Ja? Habe ich gesagt, mit so einem Kopf, jetzt nur noch kannst du werden Integrationsbeauftragter. Ja? Übrigens, Sie dürfen gerne klatschen. Ja?